Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte Origins alle neuen Perks bekommen könnt. Und ja, hier im Video seht ihr schon, wie ich 5 Perks habe. Und damit ich auch euch beweisen kann, gleich mal am Anfang, dass ich 5 Perks ohne das Double Tap bekommen habe, dann seht ihr es auch hier. Ich habe kein Double Tap unten bei meinen Perks, sondern einfach 5 andere Perks. Und ja, als erstes benötigt ihr die goldene Schaufel. Diese habe ich schon mal in einem anderen Tutorial-Video gezeigt, wie ihr diese bekommen könnt. Und ja, ich habe darin auch gezeigt, was ihr alles ausgraben könnt. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Gut, sobald ihr die goldene Schaufel habt, benötigt ihr nur noch das Zombie-Blut. Dieses könnt ihr entweder bekommen, wenn ihr die Zombies tötet. Durch Graben könnt ihr es auch bekommen. Oder wenn ihr alle drei Wagen, also die um Pekka-Punch herum, ausmacht mit dem Eisstab. Und dazu habe ich auch schon mal ein genaueres Tutorial hochgeladen auf meinem Kanal. Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Gut, kommen wir jetzt halt mal zu den eigentlichen Thema zurück. Und zwar ist es, wie bekommt man auf Origins alle neuen Perks? Nun, wenn ihr jetzt halt die goldene Schaufel und das Zombieblut habt, müsst ihr einfach in das Zombieblut hineingehen. Und jetzt ist es eure Aufgabe, so orangenfarbige Grablöcher zu suchen. Die sehen so aus, das seht ihr jetzt im Video. Und ja, lauft einfach um die Karte herum, denn es gibt 16 verschiedene Orte, wo diese sein können, die werde ich auch gleich zeigen. Aber jetzt halt müsst ihr einfach so ein oranges Grabloch suchen. Und ja, dann drückt einfach wieder eure Aktionstaste. Das ist normalerweise die Nachladetaste. Auf Xbox ist das die X-Taste. Und danach grabt ihr eine Flasche aus. Und ja, diese Flasche gibt euch einen extra Perk-Slot. Kein extra Perk, sondern einfach nur einen Slot. Und nun könnt ihr euch mit diesem extra Perk-Slot einen extra Perk kaufen. Entweder an einen Perk-Automaten oder an den Wunderfits-Automaten. Das seht ihr auch hier alles im Video, wie ich mir das kaufe und ausgrabe. Und ja, jetzt habt ihr 5 Perks. Und das Coole daran ist, sobald ihr mal down gehen solltet und alle Perks verlieren solltet, dann könnt ihr euch wieder so viele Perks kaufen, wie ihr Slots habt. Und das geht das ganze Spiel lang und ist eigentlich ziemlich cool und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf Highround spielen solltet. Gut, jetzt werde ich euch zeigen, wo ihr diesen orangenen Grablöcher finden könnt und wo diese erscheinen können. Denn es erscheint nur jede Runde einmal an einer Stelle das Grabloch und ihr könnt nicht in einer Runde 2 Perk-Slots ausgraben. Gut, kommen wir gleich mal zu dem ersten Perk-Slot. Diesen findet ihr bei Generator 3 vor dem Fenster, aus diesen Zombies herauskommen könnten. Der zweite befindet sich auf dem No Man's Land von dem Panzer aus, also dort in Richtung Stamina Up. Also von der Kirche aus in Richtung Stamina Up befindet sich der zweite. Der dritte Spot befindet sich in der Nähe von Generator 5 bzw. Stamina Up. Genau gesagt befindet sich der Grabhaufen in der Ecke des Fußabtrittes und genau direkt neben der blauen Kiste, die ihr dort finden solltet. Der vierte befindet sich auf dem Weg vom Anfangsraum in Richtung Generator 3, direkt neben der B23R, die man an der Wand kaufen kann. Der fünfte Ort für die orangenen Haufen befindet sich in der Nähe eines Fußabtrittes des Roboters beim Pekka-Punch-Berg, dort wo sich auch eine blaue Kiste befindet. Und dort in der Ecke zwischen den zwei Wegen, also dort wo sie sich gaben, befindet sich der nächste Spot. Der sechste Spot befindet sich in der Nähe von Generator 2. Genauer gesagt, wenn man von Generator 2 in Richtung Workshop läuft, kann man rechts abbiegen. In diesem Gang vor der Schubkarre kann man sich auch mal ein Grabhaufen befinden. Dort befindet sich auch manchmal ein Teil für das Schild. Der siebte Spot befindet sich auf dem No Man's Land zwischen Pekka Punch und Generator 2 zwischen zwei Pfützen. Der achte Spot befindet sich, wenn man vom Anfangsraum in Richtung Generator 2 direkt vor der Tür befindet sich dann, also zu circa 2 Meter nach dem Ausgang befindet sich dort der Haufen manchmal. Gut, kommen wir gleich mal zu dem neunten Platz. Dort befindet sich in einem Fußabtritt vor dem Pekka-Punch-Berg der Haufen manchmal und dieser befindet sich circa zwischen dem Weg von der Kirche zu Stamina Up, also der Fußabtritt. Der zehnte befindet sich bei Generator 4 bzw. bei Chuckanock direkt neben dem Tisch, auf diesem manchmal eine Schallplatte liegen kann, also eine Liederne. Der 11. Ort befindet sich bei Generator 6 direkt vor der Remington, die man an der Wand kaufen kann. Der 12. Spot befindet sich auf dem No Man's Land zwischen der Kirche und Chuckanock. Der 13. Ort befindet sich auf dem No Man's Land von Chuckanock zum Anfangsraum, so circa auf der Höhe der Brücke bei Generator 3 zwischen zwei Pfützen. Der 14. Spot befindet sich bei der Tankstation, genau gesagt direkt neben dem hinteren Ausgang, der zum No Man's Land führt.
Der 15. Ort befindet sich auf dem Weg vom Anfangsraum in Richtung Generator 2 unter der Unterdachung, dort wo man auch die Remington an der Wand kaufen kann. Direkt daneben befindet sich auch manchmal ein orangener Haufen. Und der letzte Spot, also der 16., befindet sich im Feuertunnel. Dieser ist direkt neben dem Anfangsraum Richtung Generator 3. Und ja, da drin kann sich auch manchmal ein orangenfarbener Grabhaufen befinden. Ja, das waren jetzt halt alle Orte eigentlich, an denen ein Grabloch auftauchen könnte. Und ja, es ist eigentlich nur die Schwierigkeit, diesen zu finden. Und da müsst ihr euch einfach immer auf der ganzen Karte bewegen. Und ja, wie gesagt, ist ziemlich cool, dass diese Perks ihr immer wieder nachkaufen könnt. Und ja, ich finde das eigentlich wieder eine coole Sache, die es nur auf der Karte Origins gibt. Und deshalb echt Respekt an Treyarch. Nochmal vielen Dank für diese Karte. Ich finde sie echt cool. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Reaper.